Kann man hier moin und willkommen zurück. Das ist eine scheiß Idee. Ich find's schön, wie du schon jetzt keinen Bock drauf hast. Vielleicht möchtest du ja mal erklären, was wir gerade machen, beziehungsweise was du gerade machst. Als purem Masochismus spiele ich das Ding jetzt über In-Home-Streaming auf meinem Handy mit einem Bluetooth-Controller. Das kann nicht gut gehen. Nein, absolut nicht. Das bedeutet... Noch Grenzen, oder? Weißt du überhaupt, wie die Controllersteuerung ist? Hast du die mal angeguckt? Nö. Sehr gut. Im Zweifelsfall ist L2 schießen und L2 zielen und R2 schießen, ne? Hat dieser Controller L2? Ja, hat er. Sehr gut. Wie auch immer es sonst heißt. Ja, ich sitze zum Glück direkt neben dem Router. Okay, das ist schon mal gut. Ja, also was kann dabei schief gehen? Alles. Was wird wahrscheinlich passieren? Was wird wahrscheinlich passieren? Naja, Dorian wird die ganze Zeit fluchen und sich darüber aufregen, dass der Controller, dass die Controls für den Arsch sind, und ich werde halt so spielen wie sonst auch. Genau. Weil ich natürlich nur dich leiden sehen will und das nicht selber mache. Ja, du hast ja keinen Bluetooth-Controller. Richtig, das sowieso. Ich könnte es nicht damit machen. Wäre natürlich episch, wenn das noch Touch-Steuerung unterstützen würde, dann würde ich nämlich, ich würde ohne Scheiß das probieren, auf Touch auf dem Handy zu spielen. Ich wäre so blöd. Gott, bitte nicht. Vor allem auf meiner Gurke von einem Handy. Ich hätte gerne Steam Link App für meine Vita, das wäre geil. Ich glaube nicht, dass es geht. Nee, die Vita wird ja von Sony eh nicht mehr unterstützt. Siehste? So, also doch schon, sie patchen immer die Sicherheitslücken zu, die den Jailbreak möglich machen. Du könntest mal auf bereit klicken. Ach ja, das muss man ja. Wie geht denn das? Da. Wie steuert man mit diesem Ding? Genau. Apropos, du hast jetzt den Ingame-Sound aus, ne? Ja. Jetzt hätte ich dir eigentlich noch über Discord eine Bildschirmübertragung geben müssen für den Sound. Ah ja. Okay. Wieso sprinte ich auf A? Gründe? Ja, aber keine guten. Ich versuche gerade selbst wieder mich ein bisschen an Steuerung zu gewöhnen. Das Laufen fühlt sich ein bisschen hakelig an. Ich habe jetzt halt in letzter Zeit wieder Witcher 3 gespielt. Also ich bin schon sehr froh, dass sie es so gemacht haben, dass du beim Sprinten mit dem normalen Richtungsstick die Kamera drehst. Aber hier liegt ein Schatz, oder? Ja, ein Juwelenkäfer. Ich wollte schon immer einen Juwelenkäfer haben. Virus Progenitor. Okay. Aha, auf Y ist mein Inventar und auf B ist Dinge. Okay. Auf B ist Dinge. Genau. Dinge gehören immer auf B, warte. Auf R2 ist die Map. Auf R1 ist auch die Map. Ja, wo packt man eine Map denn bitte sonst hin? Okay, R2 ist normal zielen und R1 ist messern. R1 ist... Okay. Vielleicht Steuerungsschemata. Ich hasse es nämlich, auf A zu rennen. Habe ich jetzt, glaube ich, kein Problem mit. Ich meine, klar, für den Shooter würde ich auch einen Stick reindrücken wollen. Kann ich. Ja, also, das ist doch egal. Oh, da kann ich auch drauf sprinten. Nice. Zum Glück ist ein Resi, weil du eh nicht genau zielen kannst, der Input-Lag egal. Ich möchte hier bitte wieder raus, dankeschön. Wieso nicht genau zielen kannst? Ja, weil du ja eh schwankst. Ja gut, du hast eine Schrotflinte, dir ist es sowieso egal. Öffnen. Habe ich Muni für die Schrotflinte? Ich habe dir letztes Mal ziemlich viel gegeben, ich meine, du hast nur 30 oder so. 15, plus 7 in der Schrotflinte. Stepptür. Och nee, was ist das denn jetzt? Verdammt. Okay, es kommt also bald ein Bosskampf auf uns zu. Hey Dorian, freust du dich schon? 7. Du freust dich 7-mal darüber, meine Güte, du bist ja Hype. Ehrlich gesagt habe ich gerade keine große Lust, das alles hier zu lesen. Ich scroll es einfach ein bisschen durch, wer es lesen will, darf das Video anhalten. Ich habe da nämlich gerade selbst keine Lust zu. Ich spiele dieses Spiel gerade nicht um des Spiels willen, sondern um des Bullshits willen. Was? Wir spielen dieses Spiel gerade nicht um des Spiels willen, sondern um des Bullshit willens. Ja, das machen wir doch immer. Nicht immer. Komm mal her. Dankeschön. Ich merke gerade, du hast wirklich die Waffen, bei denen, mit denen es, glaube ich, besser geht, dass du das alles jetzt auch mit Controller spielst. Weil du hast halt die AK, mit der man eh nicht so gut zielen kann. Und du hast die Schrotflinte, mit der du nicht zielen musst.
Wie gesagt, ich hab einen Sniper. Ist das Problem. Ich bin nicht das Problem. Du bist das Problem. Ich spiele auch gerade auf einer Bildschirmdiagonale von 6 Zoll. Klingt geil. Warte mal, kann ich sie messern? Ja? Ich kann sie messern. Wen? Die Blumen. Ich kann diese Blumen nicht mehr sehen. Wo ist die Brandgranate, wenn man sie braucht? Die Brandgranate. Schnell, weil du steuerst dich wie ein Panzer. Sie ist ein Panzer. Nur beschissen. Geh mal rückwärts. Dü, 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 dü. Ich glaube, Panzer piepen nicht rückwärts. Da wäre ich mir nicht so sicher. Achso, Ding! Oh nein, ich dachte, das soll jetzt wieder schneiden. Gut, dass ich die aus Ex gestern geschnitten habe. Ja gut, dann ist das der gleiche Masochismus wie ich gerade mit. Das Schneiden muss ich aber für jeden Part machen, nicht nur du mit deinem einen Part jetzt hier. Ja. Aber zur Verteidigung, Steam Link funktioniert echt gut. Weißt du, worauf das hier hinauslaufen wird? Uns wird gleich irgendein Imba-Gegner verfolgen und dann müssen wir diese scheiß Türen auch noch öffnen. Langsam. Yay. Oh, das ist die Müllpresse. Oder sowas. Ist da aus? Bestimmt. Ziehen wir an diesem Hebel und bringen uns um. Untersuchen. Oh, das. Ja. Entdecken Imba-Gegner. Ich kann. Ja, ich habe gerade wieder mal ziemliche Resi 4-Flashbacks. Was erstaunlich ist, weil ich das Spiel ziemlich lange nicht gespielt habe und deswegen kaum Erinnerungen daran habe. But who cares? Ich würde es halt gerne wieder spielen. Wenn ich denn mal wieder eine Remote hätte. Dann braucht ihr eine, die verscherbeln sie auch bestimmt auf eBay Kleinanzeigen für Geld. Ja, auf eBay. Ach, Licker! Ist ja nix. Auf eBay geht's wahrscheinlich, aber wenn du die am Laden kaufen willst, kosten die unverschämt viel. Ist wahrscheinlich daran, dass sie nicht mehr hergestellt werden oder so. Okay, wir haben Glück. Es ist kein Imba-Gegner, also noch nicht. Übrigens, wie auch die Zunge natürlich wie ein Speer erstmal durch deine Schulter durchgeht. Vollkommen logisch. Okay, gut, dass dieses Spiel für Controller entwickelt wurde. Es lässt sich also einigermaßen spielen. Ja, also vor allem das Zielen fühlt sich halt wirklich so an, als wäre es für Controller entwickelt worden. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Nur halt nicht für den Input. Du hast zwei Kräuter im Inventar, die sollst du mal kombinieren. Inventar ist da. Wie? Kombin. So. Das habe ich gut gekommen, bin. Vielleicht sollte ich das machen. Warum? Wenn jetzt ein Gegner kommt? Ja, du hast die Schrotze immer noch, du machst mehr Schaden. Alter, wenn du zielst, fühlt es sich auf dem Controller an wie ein Rail-Shooter. Rayleigh 4. Kannst die Tür eintreten und nicht aufstreicheln! Ein kurzes Raut. Oh, na klar. Ja, damit. Hab ich schon. Ich auch. Warte, da kann ich doch noch was öffnen. Ja, hier, den. Gold! Geld! Oder die Goldseife. Was? Nein. Also diesmal wirklich nein. Nein. Jetzt hab ich gerade die Kräuter kombiniert. Ja, schade, sonst hätte ich das mit dem Roten kombiniert. Pistolen, Mann. Zum Glück waren es nicht so viele. Sowas sagst du niemals in so einer Umgebung. Vor allen Dingen, als ob da nicht noch mehr sind. Ganz ehrlich, ich benutze doch mal die AK, einfach bis sie leer ist. Und ein langer Gang. Und zwei Schalter. Und hier ist noch ein Hebel. Habe ich die Gegner getriggert? Keine Ahnung, wahrscheinlich triggert es den Gegner hier drauf zu drücken. Komm mal her. So habe ich die Gegner nicht getriggert. Ich wollte uns doch umbringen. Ja, das kommt schon noch früh genug. Warte, wo sind meine Granaten? Oh. Oh? Ich glaube, wenn wir ganz langsam gehen könnten. Ja. Jetzt die Frage, sind wir dumm genug, jetzt darauf zu schießen? Ich nehme das als ein Ja. Du bringst uns um, das ist mein Job. Nee, heute nicht. Wie geht dieses Spiel? Normalerweise versuchst du nicht zu sterben. Du machst ein Quicktime-Event auf X und B gleichzeitig. X und
Stimmt, X und B ist dämlich. Oh, wir sind tot. Wie kommt das nur? Du bist tot. Ich lebe. Das sehe ich anders. Okay, das Spiel hat uns einen unauffälligen Hinweis gegeben, dass wir nicht auf diese Scheibe schießen sollen. Willst du es wieder tun? Was? Willst du wieder auf die Scheibe schießen? Ist das nicht offensichtlich? Ja, in dem Fall heile ich uns nur kurz vorher. Damit steigen zumindest unsere Überlebenschancen. Also, auf dem PC kann sich beim Zielen ja noch so ein bisschen bewegen. Auf dem Handy nicht. So leise wie möglich, Dorian, deine Schrotflinte bitte. Dass man nicht rennen sollte, war übrigens auch abzusehen. Oh, was das? Ja, sie sagte so leise wie möglich. Das bedeutet normalerweise schleichen. Da wir hier keine Schleichmechanik haben, heißt es langsam gehen. Ich höre, was die sagen, ohne ihn jetzt doch. Das stand da unten. Du brauchst nur die Untertitel so minimal zu überfliegen. Ach komm schon, als ob du mich getroffen hast. Dieses Spiel FOV-Einstellungen? Ich weiß es nicht. Es gibt nämlich kein Field of View. Oh, da sind noch mehr. Ja, gut. Komm mal schon da raus, dann kann ich sie snipen. Die Frage ist, ob die jetzt da raus. Da, okay. Das sah schön aus. Ich hab keine Muni mehr? Oh fuck, mir geht's nur noch Muni aus. Okay, ich bin dem ausgewichen, indem ich die Munition aufgehoben habe. Ich habe jetzt Sniper-Muni, die kann ich nehmen. Komm mal ran. Ich stehe neben dir. Ja, aber eben noch nicht. Wir haben wohl über die Zeit des Spiels zu viel Muni verprasst. Vielleicht. Nur ganz vielleicht. Ich traue... Also, das sind Kisten. Ich dachte schon, es wären Lüftungsschächte. Ich traue Lüftungsschächten nicht. Das hier ist nicht Deus Ex. Also, ich traue denen bestimmt. Die liegen voller Leichen, aber sonst... Oh nein. Jetzt haben wir nicht, dass wir hier stehen und Gegner abwehren müssen. Wir müssen hier stehen und Gegner wehren uns ab. Wo sind die Bankgranaten, wenn man sie mal braucht? Vor allem, jetzt wissen sie natürlich, wo wir sind, auch wenn wir stillstehen, ne? Jetzt zum Thema, their senses are weak. Oh. Ich sterbe so ein bisschen. Ich hab zwar eigentlich versucht dir zu helfen. Muss ich sein. Jetzt sind sie weg. Ja, klar. Ich frage mich jetzt gerade, ob der endlos gespawnt wäre, ob man die einfach hätte umlegen können. Ich hatte jedenfalls keine Lust dazu. Das gefällt mir doch. Achso, die AK habe ich jetzt noch dabei, die habe ich gar nicht weggelegt. Egal. Handgranate. Hast du noch Platz für die MG-Muni? Hast du noch Platz für die MG-Muni? Ja. Dann nimm sie dir mit. Aber nur 20 davon. Egal, die letzten 16 nehme ich mit, dann kann ich sie dem Zoll vielleicht geben. Jedes Mal, wenn ich ihn benutze, denke ich mir, wieso fühlt sich dieser Controller so billig an? Wahrscheinlich, weil ich den billigsten genommen habe, aber so selten, wie ich ihn benutze, war das wahrscheinlich die bessere Wahl. Also mein Controller war auch quasi... Das war jetzt nicht gerade das teure Modell. Aber ich meine, 20 Euro finde ich jetzt gar nicht mal so billig, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich für den Android-Controller gibt es auch nicht. Ich meine,
der A-Button ist allmählich ein bisschen angeschlagen, weil die A-Taste halt die ist, die man am meisten masht. Ich meine, ich funktioniert doch. Ich habe nur zwei Xbox 360 Pads, da bin ich halt ein bisschen verwöhnt. Ja, okay. Dann sind zwei Download abgeschlossen. What the fuck? Ich habe den Download vorhin pausiert. Ja, das Spiel dachte ich so, ich will jetzt aber machen, du Arschkekse. Ich hätte es wirklich nur als Update installiert, weil die Daten noch da waren, nur Steam meinte so, nee, weiß nicht, wo das ist. Was haben die getan? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich sehe gerade, was das hier wird und ich habe keinen Bock drauf. Das ist, glaube ich, die typische Fahrstuhlsequenz, die wir gleich vor uns haben. Oh ja, ja. Niemand mag Fahrstuhlsequenzen. Nein. Jill ist mir scheißegal, gleich kommt Fahrstuhl. Jill it for my Valentine. Ding. Ich bitte drum. Das ist der erste Pass, den wir heute aufnehmen. Es sind zu viele, man kann nicht mehr erkennen, was das sein soll. Hörst du sie? Hörst du die Cheapness? Nein. Dieses Deepness auch. Access denied. Du kannst nicht vorbei! Genau, bei jedem Access denied-Schild steht eigentlich so ein Gandalf daneben. Das da ist Gandalf, in seiner zweiten Bossform. What the fuck, was ist die erste Bossform? Hey, das war knapp. Gut, dass ich ausnahmsweise mal die Hände an der Tastatur hatte. Also das muss ich Controller zugute halten, die Knöpfe sind deutlich leichter zu unterscheiden bei den Quicktime-Events. Das ging schnell. Oder wie hätte ich dem jetzt ausweichen sollen? Wie funktionieren Knöpfe? Du bist out, den ich mitnehmen kann. Nice. Was müssen wir eigentlich tun? Ich weiß es nicht. Und dann schieß ich jetzt auf das Teil. Schieß mir ins Gesicht. Das ist meistens eine Option. Oh, es hat leuchtende Dinger an den Beinen. Oh, das ist schon wieder der Kairan. Das sieht sich wirklich aus wie der Kairan an den Tentakeln. Das ist genau das gleiche. Das ist der Airan. Nein, das ist nicht Airan, Kalenko. Ich sagte nicht Kairan, ich sagte Airan. Ich sagte auch Airan, Kalenko. Weißt du hoffentlich schon einen treffen zu lassen? Hab A gedrückt, aber er ist nicht ausgewichen. Ah. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe auf das Bein geschossen, jetzt müssen wir ihm ins Maul schießen. Oder müssen wir hinrennen und ihm ins Maul treten? Ey, mal mitten, besser rein. Hier liegt Schrottmuni. Es ist etwas schwer zu zielen. Wenn man dafür. Ich hatte nicht mal einen Prompt, dem ja, Post ich zu nicht. Hilfe! Schieß ihn ins Maul. Mir ist eine Granate in die Fresse geworfen, irgendwie hat es nichts gebracht, glaube ich. Ja. Oh, er wird schneller, blöd, wir machen was richtig. Und nein, es gibt keine Ausweichprompts gerade. Wir kriegen halt einfach auf die Fresse. Ja gut. Ich hatte vorhin einmal einen, aber... Ja, einmal kurz. Also immer wenn ich gerade zielen will, läuft er weiter. Okay. Vieh hält an seinen Beinen nicht so viel aus. So gut. Wie lade ich nach? Mit der Munition. Könntest du auch erst zum Wackeln zu. Okay, durch das Wackeln bin ich gerade den Gegnern ausgewichen. Ach gut. Also er hat mich den Gegnern ausweichen lassen. Ja. Intelligenter Boss.
Der hat bestimmt eine Urkunde für Intelligenz. Stimmt, jeder hat eine Urkunde für Intelligenz. Außer ihm! Ich find's ganz witzig, dass der Gegner mich quasi stunt und ich dadurch mit sämtlichem Schaden entgehe. Ich hab in meinem Leben genug Hentai gesehen, um zu sehen, was er da tut. Das ist doch Kaidan, der setzt Barriere auf mich ein. Nee, Stase war's. Ich nehme keinen Schaden und kann mich nicht bewegen. Eigentlich immer eine ziemlich nutzlose Fähigkeit, finde ich. Was? Stase. In Mass Effect. Kann man Stase nicht so skillen, dass sie detoniert? Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nie befasst. Mit der Fähigkeit, weil so einfach so. Ja toll. Ich kann den Gegner quasi aus dem Kampf nehmen. Oh! Munition. Au! Der Schaden war mir die Munition wert. Kannst du. Ja, geil, ich stehe auf und kriege aufs Maul. Fair. Du kannst den Gegner ja quasi mit der Standardfläche erstmal aus dem Kampf rausnehmen. Was jetzt nicht so viel bringt, wie ich finde. Bist du mal zum Maul gegangen, hast geguckt, ob sie das. Ja. Oh, du kannst. Oh ne, da lag eine Handgranate, okay. Ja, die habe ich die Handgranate ins Maul stoppen. Da vorne liegt auch Munition übrigens. Ich müsste übrigens dringend noch schnell Heilung benutzen. Ja. Wo zum Fick bist du? Ja, ich hab schon was. Hier liegt übrigens Muni für dich rum. Ja, wenn ich irgendwas sehen. Wo liegt Muni? Ja. Nehm ich doch. Voll. Ja. Komm dir deine Kräuter, glaube ich, du hast ja richtig. Ja. Ausrüsten. Heilen. Ich kriege echt keine Ausweich, Promise ist so dämlich. Ich hätte noch mehr Muni für dich, wie viel Muni droppt der Typ? Da kann ich mich nicht drehen. Komm schon, wo ist die Knarre? Da ist sie. Es gibt wirklich Leute, die dieses Spiel mit dem auf der Konsole mit dem Controller durchgespielt haben. Nein, die haben sich die Tastatur und die Konsole gehackt. Also bist du. Das waren jetzt 3 Granaten im Gesicht und der lebt immer noch. So. Ich sterbe muss gleich, also bereite dich doch vor, mich zu heilen. Oder so. Der hat halt Bock. Sieh mal raus, ich versuche ihn zu grenadieren. Da oben ist er. Diese Kolibris sind voll hässlich, Mann. Alter, das sind doch keine Kolibris. Das sieht doch fast genauso aus. Enten. Put him down! Geht doch. Wie mach ich das? Da. Ich hab keine Vermutung. Okay, nee, doch nicht. Ich hatte erst die Vermutung, wir müssten vielleicht wirklich hinrennen, in eine Granate ins Maul stopfen, aber nein, offenbar nicht. Nee, das habe ich vorhin schon versucht. Okay. Weißt du, was gerade das Schöne für dich ist? Hä? Wir können jetzt gleich den Part beenden, du bist erlöst. Oh geil! Ich bitte darum! Oder wir warten jetzt ab und machen ein Voting in den Kommentaren, dass du weiterspielen musst mit Controller. Weil Leute bei dir ja Kommentare schreiben. Ich werd's tun! Und damit haben wir eine 100% Chance, dass du es weitermachen musst. Ich kann jetzt einfach sagen, ich mach's und wechsle einfach auf Maus und Tastatur. Und bist du plötzlich um 200% besser? Nur 200. Ich meine, Negativ-Skill prozentual zu verbessern ist schon schwierig. Damn it. Where is she? Gegessen. Ich könnte den In-Game-Sound auch anmachen, dann hast du ihn direkt vor meinem Mikro. Nee, danke. Ich bleibe übrigens dabei, ihr Kleid ist vollkommen dämlich. Also nicht, weil sie wie scheiß aussieht oder so, sondern das ist ein Kleid, unter dem du nicht mal ein BH tragen kannst. Ist das irgendwie voll unpraktisch? Und wieso schreibst du mir gerade? Nee, das bist du nicht, das verdient. Ja. Freut mich, Dean, aber nicht jetzt. Bürgerwehrmission? Hör auf, Cheatcodes einzugeben, das bringt nix. Ich glaube, sie hat Guerilla Mission gesagt. Sie haben es mit Bürgerwehrmission übersetzt. Okay. Sehe ich ein. Hey, wir haben in diesem Part ein ganzes Kapitel geschafft.
Und du hast es komplett mit Controller geschafft. Ja, und der Konami-Code in diesem Spiel tut nichts. Soll ich auf der Tastatur mal versuchen? So, wir können jetzt unseren Kram hier vorbereiten und den Part vorher mal kurz beenden. Ja, danke. Ich bitte darum. Sag tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, er ist wirklich dankbar. Er sagt tschüss.